Mein Name ist Doris Franz. Der heutige Beitrag geht über Früchte. Ihr seht da einen Apfel. Kann ich euch was erzählen über Pektine? Ein Knoblauch, wie ein Knoblauch daher tut. Innerhalb von 30 cm gibt es keine Viren und Keime, eine Knoblauchzehe. Eine Zitrone enthält Vitamin C. Was heute geht um die Grapefruit. Nehme ich diesen Apfel und tue ihn in der Erde vergraben, nach einem Monat ist kein Apfel mehr. Die Bakterien und Mikroben haben den Apfel aufgefressen. Grabe ich diese Grapefruit rein in der Erde, nach 2-3 Monaten verschwindet die Schale und das innere Mark. Aber die Grapefruitkerne, der kleine Grapefruitkern, von innen von der Grapefruit die Kerne, die bleiben erhalten bis zu 2 bis 3 Jahre. Bedeutet, die haben einen riesigen Widerstand gegen Mikroben und Keime. Jetzt zeige ich euch, was ein Automechaniker als Zauberer machen kann. Nehmt diesen Kern, drückt ihn einfach zusammen. Was habe ich da? Oh, ein Grapefruit-Kernextrakt. Und ist auch noch Bio. Ihr seht da, die Kraft des Kernes, Grapefruit-Bio-Kernextrakt. Ihr könnt mal schauen, ich zeige euch. So. Bio-Grapefruit-Kernextrakt. Ich habe bis jetzt auch Grapefruit-Kernextrakt verkauft. Das war dieses Produkt da. Aber ich habe mich entschieden, über Robert Franz die biologische Variante zu machen. Bio-Grapefruit-Kernextrakt, 100 ml. Da zum Beispiel müsste ich dosieren, ich nehme Glück. Da waren die Tropfen auch nicht so gleichmäßig. Müsste halt drücken, so einfach so. Da kommt halt ein Ding, schwieriger Tropfen zu machen. Aber ich mache heute mit meiner Pipette, kann ich ganz einfach, ich nehme ein Glas Wasser, tue die Tropfen rein, ich zeige euch da. 1, 2, 3, funktioniert einwandfrei. Schmeckt auch gut, ich würde niemals blank nehmen, sondern ein Glas Wasser. Und was doch Grapefruit-Kernextrakt macht, müsst ihr auch selber lesen. Ich glaube, keiner von den Menschen ist Analphabet und weiß nicht, im Internet Google aufzumachen und fragen, Grapefruit-Kernextrakt-Wirkung. Mehr will ich nicht sagen, weil ihr habt die Leute, die hinter mir her sind. Und jetzt gehen sie halt leer raus. Ich glaube, deshalb merkt euch, Robert Franz, Bio, Grapefruit-Kernextrakt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und den Apfel esse ich jetzt. Tschüss.